Back again. Den zweiten Besuch in Salzburg hatte ich gut geplant und online Tickets für die Festung und die Festungsbahn gebucht. Die Salzburger Festungsbahn ist die älteste Standseilbahn Europas und wurde 1892 von der Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft eröffnet, um dem steigenden touristischen Interesse gerecht zu werden. In den 126 Jahren ihres Bestehens beförderte die Festungsbahn über 77 Millionen Fahrgäste und gleitet mit einer Geschwindigkeit von 5,5 Metern pro Sekunde den Berg hinauf und hinab. Die Festung Hohensalzburg ist eine der größten erhaltenen mittelalterlichen Burganlagen Europas mit 50 Gebäuden auf insgesamt 33.000 Quadratmetern Grundfläche. Im Jahr 1077 erbaute Erzbischof Gebhard die Festung und prägte damit das Salzburger Stadtpanorama maßgeblich. Seine Nachfolger waren für die Weiterentwicklung der Festungsarchitektur verantwortlich und um 1500 erhielt die Festung unter Erzbischof Leonhard von Keutschach ihr heutiges Erscheinungsbild. Ursprüngliches Ziel der Festung war es, das Fürstentum und die Erzbischöfe vor feindlichen Angriffen zu schützen. Und tatsächlich wurde sie in all den Jahren nie von auswärtigen Truppen eingenommen. Zwischendurch kann man als Besucher immer wieder einen fantastischen Ausblick auf die Stadt Salzburg und das Umland genießen. Das gilt auch für die beiden Panoramaterrassen, auf denen im Sommer für das leibliche Wohl gesorgt wird. Das Angebot ist gut und die Preise habe ich als durchaus akzeptabel empfunden. In den Fürstenkellern der Festung befindet sich das Marionettenmuseum mit Exponaten aus der Sammlung des weltberühmten Salzburger Marionettentheaters, unter anderem aus Mozarts Zauberflöte und The Sound of Music. Zudem erfährt man Wissenswertes zur Salzburger Geschichte, wie zum Beispiel zur Festung und zum Bauernaufstand. Aber auch der Erzbischof spricht zu den Besuchern. Ebenfalls besuchen kann man einige Wohnräume, von denen die Goldene Stube als der prachtvollste aller Räume auf der Festung hervorsticht. Das Highlight ist sicherlich der fast 4 Meter hohe Kachelofen. Keine Kachel gleicht der anderen. Die Stube diente wohl als Empfangsraum, in der Besucher auf ihre Audienz beim Erzbischof warteten. Wer sich für Militärgeschichte interessiert, wird in einer weiteren Ausstellung im Rheiner Regimentsmuseum ebenfalls fündig. Nach einigen Stunden glitten wir dann mit der Festungsbahn wieder hinab.
Am Ausgang erwartet einen die Liebesgrotte. Wer daran glaubt, kann sich hier für einen Euro küssen und dann hält die Liebe garantiert ein Leben lang. Bei dem sommerlichen Wetter ließen wir unseren Tag in Salzburg im Biergarten des Stiegelkellers unterhalb der Festung Hohensalzburg ausklingen. Wie immer findet ihr hoffentlich nützliche Links zur Festung und zu den Ticketpreisen in der Infobox.